Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir hören schon Kampfgeräusche, wir sind nicht am Kämpfen, aber gleich. Versprochen ist versprochen. So, wir sind hier im Irgendwo oder im Nirgendwo, ich weiß nicht. Ich glaube, wir von hier kommen wir, ne? Warte mal, ich schau mal kurz auf die Map. Jawohl. Natürlich, diese Statue versperrt den Weg. Da kommen wir zufälligerweise auch nicht vorbei. Also gehen wir mal hier runter, bevor wir da runter gehen. Wir haben das letzte Mal noch ein bisschen die, die Durchbohrungsresistenz angehoben auf 32%. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen besser gegen die Bogenschützen, standhalten können. So, die haben sich hier schon mal alles gekümmert. Ich sollte mal Alt drücken, damit die Itemanzeige wieder eingeschaltet wird. Immerhin für einen Gesundheitstrank, aber das ist besser als gar nichts. So, hier. Ah, ich erinnere mich. Hier geht es dann los. Hier ist die Belagerung am Start. Das heißt, wir sind schon relativ weit, möchte ich mal meinen. Wir sollten es bald geschafft haben. Und ich bin ehrlich gesagt, auch wenn ich Titan Quest gerne spiele, ich bin echt froh, wenn wir es hinter uns gebracht haben, um das nächste Projekt anzufangen. Grim Dawn steht in den Startlöchern. Ich habe mir schon, ja, ein, zwei Klassen ausgesucht. Da muss ich noch abwägen, was mir persönlich besser gefallen würde. Da habe ich mal so ein bisschen rumprobiert. Mehr aber auch noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier langlaufe. Oh, da sind Bogenschützen. Da können wir gleich mal unsere Resistenz... Na, bleib stehen, du Affe. Ausprobieren, das... Geht doch schon wesentlich besser als letzte Mal, meine ich. Da lagen wir doch sofort im Dreck, wenn diese Raketenschleuder mal, ja, wegklappen würde. Das wäre mal ganz nice. So, jetzt hier Phantomschlag. Na super. Die halten so viel aus, ist der Wahnsinn. Aber zum Glück, ja, setzen die uns nicht so zu, wie sie vielleicht möchten. Ich glaube, wir müssen nach oben, aber ich schaue jetzt erstmal hier unten rein. Das heißt hier unten, hier im Westen. Ich wollte auch noch, warte mal, wir haben jetzt einen Ring. Ein widerstandsfähiger Ring, ja toll, Blitzwiderstand. Was will ich denn damit? Wir sollten die mal behalten. Ich glaube, ich habe gelernt, dass es besser ist, die Widerstände oben zu haben, als nach den Rüstungsschutz. Oder, dass die Resistenzen wichtiger sind, als ein paar Punkte mehr in der Rüstung zu haben. So rum ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Und deswegen werde ich mich natürlich vor dem Kampf mit den nächsten Bossen mal informieren, beziehungsweise ich werde mich generell informieren, welche Bosse jetzt noch übrig sind. Das dürften eigentlich nur noch zwei sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, super, hier können wir nicht weiter, beziehungsweise hier... Oh, da ist ordentlich was in die Luft geflogen. So, warte mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, mich informieren, was die für Schaden fahren, damit wir, ja, einfach besser bestehen können. So, da oben ist so ein Trank. Das interessiert mich jetzt, recht herzlich wenig. Wir gehen einfach mal direkt hier runter ins Kriegslager. An diese Kiste. Die machen jetzt auch nicht mehr so viel Schaden. Durch den Speer scheint die... auch so einen Durchbohrungsschaden hier zu fahren, der uns natürlich massivst zugesetzt hat. Aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen besser gerüstet, wenn wir den Durchschlagswiderstand vielleicht noch höher treiben können. Dann können wir noch besser gegen diese Kreaturen bestehen und verbrauchen weniger Tränke. So, warte mal, wir haben bestimmt was zum Kombinieren aufgehoben. Mein Glenwan-Auge scannt gerade das Inventar. Ach so, hier ist das, ne? Sieht aus wie so ein Pfefferstreuer oder sowas. Ne. Haben wir nicht. Schade, schade. So, hier geht's auch nicht weiter. Das sind unsere freundlich gesonnenen Wachen. Ach so, von hier kommen wir. Alles klar. So, dann schon mal auf die Map. Nicht, dass ich hier wieder was übersehe. Uns fehlt ja auch noch ein Stein für diesen Schatz oder was das sein soll. So. Deswegen bin ich mal gespannt. So, wahrscheinlich brauchen wir die für die, die Frostresistenz. Aber die zwei Gegner, die dürfen ruhig Schaden an mir machen, so schnell wie die down sind. Juckt mich das recht, recht herzlich wenig. Also bitte, das bezog sich auf, lass den Phantomschlag jetzt endlich mal zuschnappen. So, da oben sind wieder freundlich gesonnene Geister. Die unterstützen wir natürlich gerne.
im Kampf gegen Hades. So, der ist noch nicht fertig, aber jetzt. Okay, es war schon. Sie machen doch noch wesentlich Schaden. Ich kann mich nicht bewegen. So, jetzt erst wieder. Aha, das sind noch irgendwelche Fuzzis. Die sollten wir natürlich schnell aus dem Weg räumen. Da ist auch ein Brunnen der Wiedergeburt. Mitten im Kampfgebiet. Das ist ganz schön mutig. Ja, super. Betäubt. Das interessiert mich auch recht herzlich wenig. Okay, die sind ganz schön zäh. Vielleicht sollten wir besser unsere Fähigkeiten hier einsetzen. So, dann sind die schon mal weg. Wir machen relativ wenig Schaden, habe ich irgendwie das Gefühl. Also weniger als sonst. So, einen Stab nehmen wir auch mit. Oh Mann. Erschreckt mich nicht. So, den nehmen wir mit. Hier fliegt einiges in die Luft. Das gefällt mir eigentlich, aber ich habe mich tatsächlich erschrocken. So, hier, Unterstützung ist da. Der Glenwan, Meister des Speers und Opfer einer Furie. So, zack, zack, tot. Sehr schön. So, hier haben wir nur Gold drin. Das ist natürlich schade. Du brauchst mehr Energie. Natürlich, ich brauche mehr Energie. Okay. Ach, das Ding lebt noch und da explodiert die ganze Scheiße. So, da ist der Brunnen, den haben wir jetzt auch aktiviert. So, hier oben sind wir gar nicht her. Ne, von hier kommen wir doch, warte mal. Ah, hier geht's noch höher, ne? Au. Ja, ich glaube, hier geht's dann über die Barrikade. Da möchte ich aber noch nicht lang. Ich möchte erst das Gebiet ein bisschen erforschen, beziehungsweise freiräumen. Oder müssen wir tatsächlich jetzt hier rüber? Das wäre mal interessant zu wissen. Hier ist der Brunnen. Ne, hier geht's auch hoch. Na, dann halt so. Ja, komm. Ja, hier hatte Michael Bay bestimmt seinen Spaß. So, ich werfe schon mal vorsorglich einen Trank ein. Ah. Oh. Ah, der ist schon tot. Huch. Bin ich durch den durchgeglitscht, hä? Das ist nicht schlimm. Vor allem, die lassen sich auch gar nicht betäuben hier, die Mistviecher. Die schleudern einfach weiter ihre nicht effizienten Feuergeschosse. Ich hoffe ja, dass die nächsten Bosse eigentlich nur noch Feuerschaden machen, denn davon haben wir genug. Ne, mich nicht mehr. Aber Giftwiderstand ist ziemlich hoch. Müssen wir natürlich schauen, ob das noch aktuell ist. Das habe ich ja. Ja, Dreck. Das war Dreck. Das war Dreck. Aber was ist eine schöne Glenwan-Folge, ohne einmal wenigstens zu sterben? Ach, Schande über mich. Ich habe schon wieder Schande über die Serie hier gebracht. So, wenigstens einer kaputt. Direkt schon den Gesundheitstrank reinballern und das Zeitliche segnen. Nicht das Zeitliche, das, die... Ach, scheiße, hier sind ja noch mehr. So, weg mit dir, weg mit dir. So, weg mit dir. Ah, nein. Scheiße, und ich habe den Phantomschlag verschwendet. Ich Idiot. Jetzt stirb. Nein. In den Rücken geschossen. Wir verlieren hier unsere gesamte Erfahrung. Das ist doch nicht möglich. Helft mir. So, jetzt aber. Hallo. Na, geht doch. Du brauchst gar nicht weglaufen. Und dich hauen wir auch kaputt. Jetzt bleibt wenigstens stehen. So. Ja, super. Unser zweiter Grabstein ist natürlich weg. Na, hier sind noch mehr. Ich habe euch doch gehört. Und tschüss. Gut. Dann hätten wir die auch erledigt. Ach, hier sind Feuerfallen. Guck mal einer an. Nee, Klingenfalle. Ach doch, hier doch eine Feuerfalle. Ah, da sind noch mehr. Hallo. So. Geht doch. Gib mir das Gold. Und ich gebe euch den Tod. Ich versuch's zumindest. So, tschüss. Ah, hier geht's nicht runter. Wir standen schon gefährlich nah an der Klippe. So, hier ist natürlich... Ne, hier ist nichts drin. Okay. Dann hätten wir das Lager auch freigeräumt. Zu meiner Schande haben wir jetzt wahrscheinlich mehr Erfahrungspunkte verloren, als wir dazu bekommen haben durch die Säuberung. So, hier schön mitten rein.
Zack, natürlich den dümmsten ausgewählt. Sodass nur ein einziger getroffen wurde. So, tschüss. So, dann geht's hier unten weiter. Ah, da. Ah, cool, die glitscht wirklich hier in diese Viecher rein. So. Na dann, klatschen wir das Ding einfach mal um. Und tschüss. Was haben wir hier noch? Hier ist irgendwas explodiert, ne? Hier geht's dann bestimmt wieder... Nein, hier geht's ins nächste Lager. Okay. Hui. So. Gut. Die sind relativ harmlos. Selbst die Nahkämpfer rennen weg. Was ist denn los mit denen? Ich glaube, die haben den falschen Beruf gewählt. So, erstmal hier die Fallen weg. Die sind gar nicht mal so unkritisch. Gut. Aha, hier lichtet sich wieder das Licht. Also hier ist es gerade kurz hell geworden, aber ich glaube, das... Nein! Du nicht! Du nicht! Sterbt! Ein Pieks hier, ein Pieks da. Und schon habe ich überlebt. Sehr cool. So, was haben wir hier drin? Ein Stab und ein Gesundheitstrank. Ja, die Gesundheitstränke, die gehen uns ja schon fast wieder aus, muss ich ja gestehen. Wie sehe ich an? Die hier. Mann, ich will die Bogenschützen erst dezimieren. Die setzen mir immer noch extrem zu. Und zwar viel zu heftig. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten unseren Durchschlagswiderstand... Ach, Mist. Nochmal erhöhen, bin ich der Meinung. Das scheint wohl eine Schadensart zu sein, die uns wohl auf ewig begleiten wird. Warte mal, wie kommen wir jetzt hier runter? Vielleicht hier runter. Aha. Hier sind diese Fuzzis. So. Ja, die haben immer die Speere, aber irgendwie droppen die keinen schönen Speer. Also der unseren Speer ablösen würde. Das ist sehr schade. So, die hauen immer noch ganz schön rein. Das ist überhaupt nicht cool. Warte mal, hier ist irgendwas gedroppt. Hektors Schatten. So, da haben wir ja bestimmt wieder was zum Kombinieren dabei. So, ihr beiden auch. In der Hoffnung, dass vielleicht doch ein epischer Speer droppt. Aber das sieht nicht so aus, als hätten wir überhaupt irgendwann mal Glück. So, jetzt sind wir hier. Ach, Mist. Das hätte so gut klappen können. Achso, hier ist der Gesundheitsrang. Okay, hier sind wir ja schon hergelaufen. Genau, dann gehen wir wieder zurück. Haben wir eh keine andere Wahl. Doch, warte mal, wir können... Nee, können wir nicht. Ja, waren wir ja schon. Okay, das heißt, wir gehen hier wieder runter. Ich will hier unten rein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich unter dieser Brücke jetzt... Ey, runter. Nein, nein, runter, runter. So, ganz gut. Nee, da können wir auch nicht lang. So ein Mist. So ein Mist. Ja, vielleicht kommen wir hier oben irgendwie weiter. Ich schau mal kurz nach. So, hier haben wir alles aus dem Weg geräumt. Haha. Drei Stück auf einmal. Und hier geht es nicht weiter. Ja, hier geht es nicht weiter. Hier brauchen wir wahrscheinlich Fernkampf-Skills oder sowas. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt meinen Bogen auspacken, aber das bringt ja eh nichts. So. Genau, hier ist der Brunnen. So, hier oben möchte ich nochmal nachschauen. Also in diese Richtung, im Nordosten. Hier scheint es auch weiter zu gehen. Hier sind wir im Hochland. Sehr schön. So, zwei Bogenschützen weniger. Immer vom Vorteil. Oh, sind das Eisfallen? Ja. Und da haben wir keine Resistenzen, aber der hat uns zum Glück nicht getroffen. Der hat uns getroffen und nichts abgezogen. Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Epische Mechanikteile, sehr cool. So, können wir irgendwas zerstören? Nein, natürlich nicht. Ha, und diese Belagerungsmusik, die einen so richtig schön... Das Adrenalin durch den Körper peitscht. Schön heldenhaft.
wie wir unten gestorben sind. Aber das sieht ja hier oben keiner. So, und tschüss. Gut. Die haben ja so schwere Rüstungen an und nichts davon ist tragbar. Ah! Was sind das? Ah, nein, nein, nein! Ah, verdammt! Das ist schon das dritte Mal, diese Folge. Ich muss diese Folge zensieren, habe ich das Gefühl. Schreibt einfach ein Ja in die Kommentare, wenn ich diese Folge zensieren soll. Nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Meine Schande wird, solange es YouTube gibt, auch noch, und mein Kanal, wird es auf YouTube auch noch geben. Wobei, ich schmeiß ja keine Folgen weg. Ich habe echt, naja, fast jedes Video, ich glaube, ich habe eins aus Versehen mal gelöscht, wo ich eigentlich die Rohaufnahme löschen wollte, habe dann irgendwie das, nee, Quatsch, die Rohaufnahmen lösche ich ja sowieso nach dem Encodieren, aber ich habe auf jeden Fall eine Aufnahme, nein, Mann, warum reagiert die Sau nicht? Ich habe noch alle, also, jetzt mal kurz gesprochen, bevor ich hier diesen Satz nicht zu Ende bringen kann, weil ich schon gar nicht mehr weiß, wie ich ihn angefangen habe. Ich habe echt noch so ziemlich jede Folge, die ich hochgeladen habe, noch auf meinem PC, also auf meiner Festplatte. Das heißt, sollte mein Kanal aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal irgendwie gelöscht werden, jetzt reicht's mir aber hier, ich gehe mal unten lang, so, hier schön einzeln rauslocken, dann habe ich die Möglichkeit, die Videos wieder hochzuladen auf einen neuen Kanal. So, jetzt habe ich die Faxen aber dicke. Jetzt bleib stehen, du Affe. So, sehr schön. Ein Bogenschützen nach dem anderen. Die sind mir echt noch zu krass. Super. So, der ist kaputt. So, kannst dir keinen erzählen hier, ey. Meine Unfähigkeit. So, gut. Die Erfahrung haben wir wieder zurückgewonnen. Das ist schon einiges, wenn man den gelben Strich da unten Glauben schenken mag. So, zwei Stück weg. Oh, ich bin gleich tot. Habe ich gerade mal eben so entdeckt. Okay, geht's hier weiter? Da ist schon wieder am Brunnen, sehe ich auf der Map. Und zwar hier. Genau. Das passt ja super. Die Folge ist nämlich schon wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dabei beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann!